eine Eingabe. Was könnte das sein? Eingabe? Halt irgendwo irgendwas reintun. Etwas hineingeben. Also ich hab's gehört, aber ich assoziiere damit jetzt irgendwie nichts. Irgendwie was mit dem Computer, weil da gibt man ja auch meistens nur mal was ein. Könnte das vielleicht mit Gesetzen zu tun haben? Vielleicht die Eingabe der Meinung von den Bewohnern oder sowas. Dass man quasi so einen Vorschlag für irgendwas einreicht. Dass man vielleicht irgendeinen Antrag stellt. Ihr seid auf dem richtigen Weg. Eine Eingabe ist eine Bitte oder Beschwerde, die man beim Landtag einreicht. Das heißt auch Petition. Wann kann man wohl eine Eingabe machen? Wenn jetzt mein Nachbar irgend besonders viel Krach macht, dann mache ich vielleicht eine Eingabe. Wenn einem was nicht gefällt, zum Beispiel ein neues Gesetz oder so. Ja, in der Politik ist ja alles super, ne? Ja, wenn man halt unzufrieden ist mit etwas und dann eine Gesetzesänderung haben möchte. Stimmt, genau. Und wer darf eine Eingabe machen? Was meint ihr? Vielleicht. So. Nee. Alle Abgeordneten des Landtags. Generell die Leute, die mit diesem Gesetz zu tun haben vielleicht. Ich denke mal, wenn ich dann 18 bin, habe ich auf jeden Fall das Recht, eine Eingabe zu machen. Jemand aus Frankreich dürfte jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Gesetz in Deutschland eingeben, oder? Alle, oder? Ja. Stimmt, jeder. Also auch Minderjährige oder Ausländer dürfen eine Petition einreichen. Und jetzt nochmal alles zum Mitschreiben. Also eine Eingabe ist eine Beschwerde oder eben eine Bitte, die jeder beim Landtag eben abgeben kann. Man kann da jetzt nicht reingehen und dann einfach sagen, ja, ich möchte jetzt eine Eingabe machen, sondern einen Antrag stellen. Ja, man kann sie aber auch online einreichen. Man kann eine Eingabe machen, wenn man sich zum Beispiel durch ein Gesetz benachteiligt fühlt oder etwas verändern möchte. Will ich das mal aus dem Stegreif sagen. Klasse, vielen Dank euch allen.